Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Und in diesem Video gibt's wie ultra lange nicht mehr gemacht, also ewig gefühlt, einfach mal wieder so ein Vlog. Auf der Fibo haben mich viele angesprochen, ob ich nicht mehr zu meiner Ernährung machen kann. Und da meine Ernährung mega uninteressant ist eigentlich, ich aber trotzdem mal zeigen will, wie ich das handhab, denn ich bin damit erfolgreich und es ist für mich einfach und es funktioniert gut. Also das ist doch eigentlich das Erfolgsrezept. Also sollte ich doch mal preisgeben, wie ich das denn so mache. Im anabolen Licht des Todes. Ich wünschte, ich könnte das auch mit dem anderen Arm machen. Oh Gott. Falls sich irgendjemand fragt, ich habe mir den Arm gebrochen vor kurzem und wurde operiert. Okay, und weil ich halt Ewigkeit nicht mehr so meinen Alltag gezeigt habe, sondern immer meine Trainings gevloggt habe und all den ganzen Kram, möchte ich das heute nochmal machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Bock drauf, so Max Tuning-like. Okay, mein bisheriger Tag sieht so aus, ich bin aufgestanden und habe einen halben Liter Wasser getrunken. Das mache ich immer nach dem Aufstehen. Das ist witzigerweise sowas, was hängen geblieben ist bei mir aus der Pro-Bro-Era. Ich habe früher mal ein Video gesehen, glaube ich, da hat Patrick Reiser erzählt, morgens aufstehen und erstmal einen halben Liter Wasser, das ist vitalisierend und ich kann das nicht nachmachen. Naja, ich finde aber die Idee ganz gut, eben morgens tatsächlich zuerst einen halben Liter Wasser zu trinken. Und seit ich das mache, das ist ja schon mehrere Jahre, keine Ahnung, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir jetzt besser. Also ob ich es machen würde oder nicht, es macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Außer, dass man gleich einen halben Liter zu seiner Hydration beiträgt. Which is great. Und ich habe dann nicht direkt Hunger. Ich esse morgens sowieso nie was. Es ist jetzt 7.52 Uhr. Ich habe noch 44% Akku. Läuft. Und ich habe gerade meine Tochter in die Kita gebracht. Jetzt mache ich mir einen Kaffee und mache mich an ein, zwei Videos. Normalerweise setze ich mich jetzt an den Laptop und bearbeite E-Mails oder mache Coachings, Trainingspläne etc. So die ersten zwei, drei Stunden des Tages. Da bin ich aber gestern schon ganz gut vorangearbeitet und deswegen mache ich jetzt Videos, die ich für die Zukunft geplant habe, und zwar aus der Philosophie Friday Reihe und ein Video zu Technik, zu meinem neuen Format, was ich vorhabe, so eine Art Technik-Check online in Videoform. Aber wenn ihr das Video seht, dann habt ihr das schon gesehen, denn das Video soll heute oder morgen kommen. Und in das Video kommt auch ein Gewinnspiel und ich habe halt immer den Stuff von BodyIP, ich kann mir da monatlich Sachen bestellen for free. Weil ich das alles gar nicht selber benutzen kann, verspiele ich das in Gewinnspielen. Und diese Gewinnspiele helfen auch gleichzeitig, die Interaktion auf dem Channel hochzutreiben, denn ich sage dann in der Regel sowas wie, unter allen Kommentierenden wird ein Way und ein Booster oder so verspielt. Und dann kommentieren natürlich viele, das hilft dem Video besser gerankt zu werden, so haben alle was davon. Also es gibt ein Gewinnspiel und ich habe was davon, dass die Videos besser geklickt werden. Und das Ganze ging auf BodyIPs Nacken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier bestellt hatte, aber es wird auf jeden Fall eine Menge Whey sein. Denn Whey kann man immer gebrauchen. Yes, yes, y'all. Ja, hauptsächlich Whey und Pre-Workouts. Und zwei Shaker. Wie man nun schwer erkennen kann, ist das Whey und das Pre-Workout. Die einzigen beiden Supplements, die ich von BodyIP benutze, davon bin ich eben der größte Fan. Und das liegt auch gleichzeitig eben daran, dass ich Whey für extrem sinnvoll halte. Und Pre-Workout-Booster halt richtig Spaß macht und ich den auch für sinnvoll halte, weil er eben Spaß macht. Und wenn wir schon dabei sind, im Video, was ich gleich aufnehme, gibt es ein Pre und ein Whey. Warum haue ich nicht in diesem Video ein Whey auf meinen Nacken? Also hau Hashtag Whey to go in die Kommentare und dann kann dieses Whey bei dir gehören. Auflösung auf meinem Instagram-Profil. Immer übelst gern Bock auf Abwasch. Wenigstens mal mehr Platz machen kann. Wie bereits erwähnt, nehme ich jetzt ein Video auf für meinen Sponsor. Also ich habe die Auflage, einmal im Monat ein Video zu produzieren, in dem ich mich mit den Produkten und dem Supplement-Bereich auseinandersetze. Einmal im Monat ist nicht viel, ist auch alles cool. Und trotzdem habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie man das dann irgendwie Mehrwert bringt und auch lustig und unterhaltend umsetzen kann, ohne jetzt ein Video zu Kreatin zu machen oder sonst irgendetwas.
Und so ist das Format entstanden, aus dem schon zwei Videos entkoppelt sind und ich jetzt das dritte aufnehme. Für den Monat Mai. Und ja, das ist eine 1 Kilo Skittles-Packung, die ich auf der FIBO geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal. Ich esse immer noch dran. Aber nicht morgens, das hat jetzt nur Dekozwecke. Also nicht, dass ich nicht morgens auch davon essen würde, aber nicht diesen Morgen. Alright, das Video ist im Kasten. Es kommt allerdings erst im Mai auf meinem Kanal online, also in etwa 2 bis 3 Wochen. Bis dahin müsst ihr euch noch gedulden. Aber es kommen ja regelmäßig ausreichend Videos. Dementsprechend, glaube ich, wirst du das verkraften können. Alrighty, also ich habe das Video jetzt aufgenommen und jetzt setze ich mich an den Schreibtisch. Hier in der Stube am Küchentisch ist mein Schreibtisch. Ich habe auch noch im Schlafzimmer einen etwas ausdifferenzierteren Schreibtisch, aber ich bevorzuge es in letzter Zeit hier zu arbeiten. Hier ist heller und man fühlt sich nicht so abgeschoben und da sowieso keiner zu Hause ist, perfekt. Yes, also ich editiere das Video, das soll heute Abend um 19 Uhr online kommen. Es ist jetzt 8.49 Uhr, das ist ein relativ kurzes Video, obwohl ich mehr geredet habe, als ich wollte. Es hat dann doch irgendwie 7 Minuten gedauert oder so. Das editiere ich jetzt kurz, das geht wirklich super schnell, dann rendere ich das raus, dann lade ich es hoch, dann muss ich mir noch eine E-Mail erstellen für die Technikvideos, die ich erwarte, damit einfach das Postfach nicht überquillt und ich das gut trennen kann. Das macht dich verrückt, wenn du dann überall in deinem normalen Postfach halt diese, also noch mehr Mails hast und die am Hin- und Her schieben musst. Yes, und dann, wenn der ganze Kram fertig ist, werde ich rausgehen und was essen erstmal. Ja. Also ich editiere mit Premiere Pro schon seit Ewigkeiten. Ich habe die gesamte Creative Suite von Adobe oder wie auch immer man das nennt. Und ja, ich muss sagen, ich habe einen echt heftig schnellen Workflow mittlerweile. Also ich kann Videos so krass schnell schneiden. Aber da muss man auch sagen, meine Videos sehen zwar oft hübsch aus, also das höre ich zumindest oft. Vielen Dank auch dafür. Aber der Schnittaufwand ist nicht so groß, wie man denkt, denn ich benutze kaum abgespacede Effekte oder sonst irgendetwas. Dementsprechend schneide ich eigentlich nur hintereinander und auf Musik zu schneiden, da bin ich dann auch schon relativ schnell drin. Aber ja, so sieht das aus. Hier haben wir einen kleinen Musik-Edit, hier haben wir verschiedene Cuts. Kann ich das hier im Video sehen? Musik ist lit! Shit! Sitting is loud. Got me relaxing and getting high. Und ja, mittlerweile ist das echt so ein bisschen wie Videospielen, Videos zu schneiden. Also Videos zu schneiden macht echt am meisten Spaß an meinem gesamten Job. I want to take the time to give a shout out to everyone who's been supporting me. And I'm talking about strangers when I say this, because... Okay, also ich hole mir jetzt beim Bäcker was zu essen und dann hole ich Benny ab und dann geht's ab ins Gym. Let's go. Kann ich 2 Ganze mit Camembert bekommen? Natürlich. Klasse. Soll ich hier bezahlen? Oder ist es egal? Ja, okay. Tschüss. Diese Camembert-Brötchen hier sind einfach übertrieben lecker. Some people that have been a part of my life gave up on me a long time ago. This one's for you. Who's gonna love you when you dead, homie? War dir diese Lücke zum Anhalten angenehm? Die Lücke war groß genug, dankeschön. Okay. Moin. Jim. Who's gonna love me when I'm dead, huh? You lost everything you own and you... Ja, vor allem auch so laut. Also ich esse in der Regel morgens nichts und gehe dann ins Training. Wenn ich nicht gerade trainiere und jetzt ist es ja auch schon gleich 11, dann esse ich meistens noch was und das sind entweder immer 2 Dinge. Ein Proteinshake mit Milch und ja, so 45 Gramm Whey oder halt irgendwie was vom Bäcker, so wie jetzt 2 Brötchen. Und ja, ich track momentan meine Ernährung nicht und dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, was das alles an Kalorien hat und ich habe auch keine Ahnung, das jetzt alles auszurechnen. Aber ich denke mal, ich komme immer so in den Bereich von 2.500 bis 3.000 Kalorien, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und dann pendelt sich das so ganz gut ein. Es ist halt über die Jahre so ein Lebensstil geworden und da weiß man einfach, was man wann isst und ja, so dass man halt damit am Ende des Tages gut zurechtkommt. Wenn es natürlich irgendwie... In den Vorbereitungen zu den Worlds zum Beispiel wäre es natürlich so gewesen, dass ich wirklich jeden Tag alles getrackt hätte, um halt wirklich sicher zu sein. Aber jetzt momentan ist mir meine körperliche Komposition relativ egal. Ich versuche nur nicht super fett zu werden. Aber das schaffe ich eben auch schon, wenn ich halt den halben Tag immer nichts esse und dann abends ein bisschen mehr reinhaue. Also ich bin jetzt auch nicht so der, der super Cravings hat und super Binge-Eating-Anfälle oder so. Ich chill einfach und esse. No bread, homie. Who's gonna love me when I'm dead, huh? I kept fucking with you, but I didn't know no better.
I guess I had to learn my lesson, now my flow is better. I feel like some of you left me up in the coldest weather. And now you calling my phone, cause now my sh- Alright, ich bin im Grunde, bin ich scharf? Ich bin im Grunde im Gym, um ein bisschen aufzuräumen für Samstag und ein paar Sachen zu erledigen. Ich muss nur sehen, was überhaupt noch so ansteht. Und weil Nico noch kommen wollte, das ist ein Kollege von mir aus Hamburg, den kennt ja noch der eine oder andere, auch aus meinen älteren Videos, quasi mein Powerlifting-Papa. Dann ganz früh habe ich ihn immer gesehen und dachte mir, fuck, warum ist der Junge so stark, noch bevor ich selber Powerlifting gemacht habe. Und er hat mich immer übelst motiviert im Gym. Und ja, ein paar Jahre später sind wir beide erfolgreiche Powerlifter, aber er jetzt hat eine lange Verletzungshistorie, von der er zurückkommt. Naja, wollte nochmal vorbeikommen, wollte das Gym angucken und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Boah, Krise, ich wollte Benny aufnehmen, aber die Tür hinter ihm ist offen. Dank mir in den Kommentaren, meine OCD-Freunde. Those are better. I remember when you never pressed the like button. You like frontin' like it's hard for you to like something. No legitimate reason, I guess you haters love it. I rise above it, a dime a dozen, my time is coming. Tell me how you did it when your father was an alcoholic. A drug addict who never gave you the love you wanted. Will these politicians change the rules? They give my homies more time for some gang tattoos. I close my eyes for a second and my freedom is gone. If you in court right. Benny smashed schon wieder neue RP-Rekorde. Es waren jetzt 155 für ein Triple, was eigentlich RP8 werden sollte, aber es war definitiv leichter. Was man auf jeden Fall gesehen hat in der ersten Rap ist noch, dass deine Hüfte zuerst rauskommt und dann so quasi wie so ein Kran sich ausrichtet und dann aufstellen will. Bei den zweiten, dritten Rap sah es besser aus, weil ich habe ihm halt Cues gegeben, während er geliftet hat. Also ich habe ihm was zugerufen. Ja, das sind so ein paar Sachen, an denen wir noch arbeiten. Aber ansonsten sieht es echt gut aus. Also Rundung im unteren Rücken ist völlig im Rahmen. Am oberen Rücken ist er relativ rund, liegt aber daran halt, dass er einfach ein Rundrücken ist. Und ja, es sieht echt geil aus. Und PRs nach PR nach PR. Wir haben sein Training umgestellt. Er hebt jetzt vorerst erstmal nur einmal in der Woche. Und ja, das zeigt extrem gute Effekte jetzt für ihn. Also es läuft echt richtig, richtig nice. Also in allen Übungen. Now keep believing in God. They say they love the way the king keep on speaking the raw. I'm from the region where disbelievers believe in the song. I was troubled for a second to the day that God spoke to me. They keep judging me, tell me what they want from me. They keep judging me, tell me what they want for me. Who's gonna love you when you dead, homie? Who's gonna love me when I'm dead, huh? Wie gefällt dir das, Jim, Nico? Geil, Mann. Ich find's super. Ich bin schön hier. Heimisch. Spiegel kommt hier aber auch nicht rein. Braucht man auch nicht. You lost everything you own and you left with no bread, homie. Who's gonna love me when I'm dead, huh? I had a dream, God let me in heaven. He had the rich and the poor together. I have a question, what's the reason why these privileged people discriminated me? He started laughing and told me, I love your bravery, my... Alright, ich bin jetzt hier bei der Kita und hole meine Kleine ab. Es ist jetzt kurz vor 15 Uhr. Das Wetter ist einfach unglaublich, also richtig geiles Wetter, um zu vloggen. Ich glaube, deswegen habe ich auch so gute Laune und deswegen habe ich die Kamera überhaupt mit. Naja, sie werden so schnell erwachsen. Sie werden so schnell erwachsen. Son, do you understand the evil on earth? I stayed quiet cause I didn't understand what it's worth. Dear God, please tell me what's my reason of birth. I was a poor little kid in the streets, I was cursed. I never held the Bible, held guns to shoot rivals. Please resurrect me and help me and I'll improve my style. Teach me poetry to heal the hearts of men on meth. Drug addiction made my little homie take last breaths. He never met his mother, she passed away from cancer. Was like my little brother, I try to give him answers. So why he grew up in a... Okay, also ich bin jetzt zu Hause und Bibi wartet darauf, dass ich hier den Fernseher anmache. Was ich aber nicht tun werde, denn wir werden gleich im Bauklötzen spielen. Ich muss dabei ernsthaft sagen, so schön das auch ist und so süß das auch ist und so toll das auch ist, es ist so auch fucking anstrengend. Und ich werde jetzt mal diese Sekunde kurz genutzt haben, um einmal rumzuheulen. Aber das Daddy Life ist manche Tage wirklich exhausting. Aber das wird tausendfach aufgewiegt, wenn diese kleinen süßen Augen dich anlächeln. Ist so süß, ist so süß. Du bist so süß. Ja. Fernsehen an? Was willst du gucken? Peppa? Totro? Tütata? Die Eule mit der Beule? The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. Da! Heute ist so ein typischer Tag, an dem man Kilo Skittles braucht.
sister home. So many tragedies, you feeling like your heart turned cold, and now you dead, homie. Who's gonna love you when you dead, homie? Okay, mein Mäuschen hier ist heute total anstrengend. Das machen wir jetzt mal zwischendurch. Was ist denn da? Pippi? Ach, du willst eine Erdbeere? Okay, und am Tag esse ich auch immer angemessen Gemüse. Also ich versuch's zumindest. Und meistens ist das Brokkoli. Also ich hau mir ungefähr 500 Gramm von diesem Brokkoli in den Topf, koch mir das und esse das einfach so raw. Das schmeckt mir sogar ziemlich gut. Who's gonna love me when I'm dead, huh? Okay, zu dem Brokkoli mache ich mir noch einen Whey Shake um nochmal 30 Gramm Protons reinzubekommen. Und das ist jetzt kein Spaß, aber das Whey von Body IP Unglaublich Schokoladig ist wirklich das beste Whey, das ich hier getrunken habe. Und ich habe viele Whey's getrunken, denn ich bin ein Whey-Fan. Aber goddamn, spar 5% mit dem Code Pascal zu 5. Okay, wenn ich schon dabei bin, kann ich gleich noch einen Scoop Protein Kreatin. Einen Löffel Kreatin reintun. Kreatin nehme ich 5 Gramm jeden Tag, schon seit 180.000 Jahren. Obwohl ich es echt eine lange Zeit vergessen, oder ich hatte keinen Bock, es hat mich einfach genervt, ich hatte keinen Bock drauf. Allerdings bilde ich mir dadurch eine bessere und schnellere Regeneration ein und eben mehr Kraft im Training. Und Kreatin ist mit das best nachgeforschte Supplement, also let's go. Mehr? Everything you own and you left with no bread, homie. Also, ich liebe es, Vater zu sein. Ich liebe mein Baby. Es ist aber teilweise echt anstrengend. Also echt anstrengend. Und ich glaube, ich habe noch nie was in meinem Leben gemacht, was so anstrengend ist, also als oder wie das Vater sein. Es hört niemals auf. Die meisten kriegen es ja gerade mal so auf die Reihe, sich um ihren eigenen Scheiß zu kümmern. Wenn du ein Kind hast, musst du dich auch noch um den Scheiß von deinem Kind kümmern. Literally. Aber ja, wenn sie da so sitzt und ihre Erdbeeren isst, und die ganze Stube schon wieder komplett durcheinander gebracht hat. Das macht echt alles wieder wett, alles wieder gut. Und außerdem muss sich die Welt ja irgendwie weiterdrehen. Irgendwer muss ja die Kinder bekommen in diesem Land. Im Übrigen wollte ich da demnächst noch ein Video zu machen, denn das ist eine Frage, die auch in den Q&A-Reihen immer wieder gestellt wird. Wie ist es so, jung Vater zu werden? Ich bin ja jetzt nicht jung Vater geworden mit 27, aber ja, andere sehen eben erstmal so Karriere im Fokus und bla bla bla. Wie man dann überhaupt noch Kinder bekommen kann und wann, wenn die Karriere so wichtig ist und der Job und so. Und da wollte ich unbedingt mal ein Video zu machen, denn believe me, es funktioniert immer. Und ich habe sie mitten im Studium bekommen und es läuft blendend. Ich bin seither Deutscher Meister im Powerlifting geworden. Ich habe 2 Unternehmen gegründet. Das ist alles nur eine Frage der Organisation. Ich warte jetzt auf mein Brokkoli und dann... Ich habe jetzt hier gerade so das Thumbnail aufgenommen und ich wollte den Apfel gar nicht essen. Ich habe ihn quasi jetzt nur fürs Thumbnail gegessen. Oh, das schmeckt gut. Who's gonna love me when I'm dead, huh? Who's gonna love me when I'm dead, huh? Who's gonna love me? Alright, ich habe jetzt noch kurz was hier in der City erledigt. Wollte eigentlich noch ein bisschen länger bleiben und mir noch was aussuchen und was nach was schauen. Aber das schminke ich mir jetzt ab, denn ja. Das ist halt so ein bisschen auch der Nachteil, wenn du so selbst arbeitest, du siehst immer überall, oh, ich zitter so hart, ne? Möglichkeiten, nochmal was zu erledigen, was du jetzt erledigen kannst. Und eben, um ein bisschen produktiver zu sein. Also du versuchst irgendwie stetig deine Produktivität zu steigern am Tag. Und ja, irgendwie leidet ein bisschen Lebensqualität runter, weil man nie so diese Ruhe hat. Also diese Ruhe zu finden und sich wirklich auf Freiheit und Ruhe zu nehmen, das ist so enorm wichtig an solchen Tagen wie heute. Deswegen fahre ich jetzt trotzdem wieder nach Hause. Ja, meine Freundin hat im Übrigen zu Hause unsere Kleine übernommen. Ihre Schicht hat begonnen. Und ja, eben dann schaffe ich halt heute noch einen Teil dieses Videos zu schneiden. Das muss ich dann morgen früh nicht machen. Ich kann auch ein paar Mails beantworten und so. Und ich muss ehrlich sagen, das ist aber auch das, was dein Leben oftmals ein bisschen zur Hölle macht. Denn du hörst einfach nicht mehr auf zu arbeiten. So, alles dreht sich nur noch darum, noch Sachen zu erledigen. Und man muss das ja erstmal ein bisschen operationalisieren. Was ist eine Arbeit, was ist keine Arbeit? Aber im Grunde ist ja alles das Arbeit, was du halt tust, um irgendwie mit dem hier voranzukommen. Und das ist halt super viel. Also du hörst einfach nicht auf zu arbeiten. Und ja, wenn ich mir dann schon Freiheiten und freie Zeiten nehme, dann ist es für mich eben auch eine Priorität, die mit meiner Familie zu nehmen und sowas. Und da muss ich mich einfach... ja, also da muss man einfach lernen, so hin und wieder den Kopf auch komplett wegzuschalten. Das fängt ja schon bei Instagram an oder am Handy zu sitzen oder so, wenn man mit Leuten sitzt und so. Das muss man wirklich komplett lassen.
Denn für mich zum Beispiel ist es unglaublich schwierig, das halt zu trennen. Und dann sitzt man und dann guckt man, dann kommen da wieder Mails rein oder Nachrichten, die man noch beantworten will. Dann klickt man die wieder weg, dann vergisst man die, sind die Leute traurig. Und das ist halt auch nicht das, wie es sein soll am Ende. Ne? Was jetzt gerade für mich aber noch viel wichtiger ist, ist eben auch meinem Arm mal die Ruhe zu geben. Denn das mache ich wirklich viel, viel, viel zu wenig. Also ich bin genauso unterwegs wie vorher auch, kümmere mich um alles mit dem gebrochenen Arm. Und das ist halt auch nicht so cool. Also ich muss mich zwingen, mich einfach auch mal zu Hause in Ruhe hinzusetzen, mir eine Netflix-Serie anzugucken, meine Badewanne zu nehmen und einfach abzuschalten. Okay, ich war jetzt noch gerade in der Badewanne. Badewanne ist für mich immer so Highlight des Tages und mega entspannt. Gönne ich mir auch viel zu oft. Aber ja, es entspannt wirklich richtig, richtig gut. Ich möchte auf jeden Fall noch was Gutes essen gleich. Ich habe auch schon beim Brokkoli rausholen eine Pizza erblickt in meinem Tiefkühlschrank. Auf die habe ich jetzt richtig Bock, also richtig. Und ja, da muss man halt noch schauen, was habe ich denn heute gegessen? 2 Camembert-Brötchen, locker 200 Gramm Skittles, also ich habe echt viele Skittles verdrückt. Deswegen war mir auch so komisch die ganze Zeit. Ja, dann den Brokkoli und dann noch eine Pizza. Und den Whey Shake. Who's gonna love me when I'm dead, huh? You lost everything you own and you left with no bread, homie. Alrighty, ich sitze jetzt wieder hier am Laptop und editiere schon mal dieses Video. Es ist jetzt 20 Uhr. Ihr habt alles gesehen, was ich heute gegessen habe, wenn ich mich nicht irre. 2 Kiwis esse ich normalerweise noch jeden Tag, weil die schmecken einfach geil. Ich esse die mittlerweile auch mit Haut, mit Schale, was auch immer das ist. Aber ich habe momentan keine und ich hatte auch keinen Bock, nochmal extra einkaufen zu gehen. Ansonsten gönne ich mir später nochmal so ein Multivitamingetränk. Oder so ein Pulver von einem größeren grünen Supplement-Hersteller, was wohl alles an Mineralien und Vitaminen enthält und so. Und noch Omega-3-Fettsäuren verbunden mit Vitamin D und K. Da gibt es, glaube ich, nur einen Hersteller, der die anbietet auf dem Markt momentan. Und dann habe ich eigentlich alles für diesen Tag drin. Und ja, für gewöhnlich nehme ich das nicht so genau mit meinen Mineralien und Vitaminen und bla bla bla. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Allerdings jetzt, wo der Arm gebrochen ist, möchte ich wirklich, dass der schnell wie möglich wieder fit wird. Und da ist es einfach nötig, denke ich, auf jeden Fall auf der Seite immer perfekt abgedeckt zu sein. Also aus dem Grund lege ich da ziemlich einen Wert drauf. Das hat auch in letzter Zeit echt gut geklappt. Und heute ist eigentlich ein relativ repräsentativer Tag. Also so wie ich echt viel esse. Normalerweise könnte man auch die beiden Brötchen heute Morgen durch Subway ersetzen. Und abends würde ich mir auch gerne mal Nudeln mit Pesto, gönne ich mir gerne mal. Hin und wieder mache ich mir auch mal ein Stück Fleisch, aber das ist extrem selten, also ich esse extrem selten Fleisch. Und ansonsten habe ich oft auch noch Milch, also von Minus L, so eine Proteinmilch mit niedrigem Fettanteil und daraus mache ich mir die Shakes. Die haben dann auf jeden Fall nochmal 50 Gramm mehr Protein am Tag drin, die habe ich jetzt so momentan nicht und ja, deswegen halt nicht. Aber ja, am Ende des Tages seht ihr, es geht mir nicht darum, mich irgendwie verrückt zu machen oder sonst was, sondern halt gut zu leben, so zu leben, wie ich Hunger habe. Ich habe eben heute jetzt auch keinen Hunger mehr, deswegen esse ich auch nichts mehr. Wenn ich nachher noch Hunger bekomme, dann esse ich halt noch was. Fuck it, es geht halt darum, ausgewogenen, gesunden Lebensstil zu führen. Und ja, nicht jeder Tag ist jetzt wie heute mit Tiefkühlpizza und Brötchen oder so. Aber viele Tage. Alrighty, ich hoffe, dieser Videostil hat dir gefallen. Dann lass mir mal einen Kommentar unten da und gib mir ein bisschen Feedback, damit ich ja schauen kann, öfter mal in Zukunft solche Videos zu machen. Ja, ansonsten passt es zu. Check it out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Broke, you act rich, we both dying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both dying.